Also ich möchte Ihnen ein paar Sachen aus den Unternehmen berichten, die ich gegründet habe und auch vielleicht ein bisschen einordnen, warum das, was wir heute besprechen und was hier gesagt worden ist, auch tatsächlich relevant ist für einen Gründer und für ein Unternehmen. Das muss man ganz klar sagen. Als ich gegründet habe vor über 15 Jahren, habe ich eine Promotion absolviert und da gehört es eben nicht zum alltäglichen Curriculum, dass man sich mit Themen zur Gründung oder Finanzierung beschäftigt. Da gab es damals den Münchner Businessplan-Wettbewerb, da war ich glaube ich in der dritten Runde dabei, 1999. Das war ein ganz großer und ganz wichtiger Schritt nach vorne in die Gründung. Also erstmal natürlich diese ganze strukturierte Ausarbeitung eines Businessplans. Ohne einen solchen Businessplan, muss man ganz klar sagen, würde kein Investor der Welt, egal ob es jetzt viel oder wenig gibt, zu bestimmten Zeitpunkten, würde kein Investor der Welt in ein Unternehmen investieren. Also hier muss ganz klare Vorarbeit vom Gründer gemacht werden. Das muss strukturiert passieren, es muss eine genaue Zeitplanung da sein. Ohne das geht es nicht und da muss man sagen, dass hier auch von Anfang an im Münchner Businessplan-Wettbewerb wirklich ein sehr klares, sehr strukturiertes Vorgehen da war und das eben tatsächlich auch zu erfolgreichen Businessplänen geführt hat. Daneben ist es natürlich so, dass praktisch im Zuge einer solchen Erstellung vom Businessplan-Wettbewerb sich auch ein Netzwerk bildet. Das ist auch eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung. Ein Netzwerk, wo ich heute sagen muss, die Investoren, die ich damals kennengelernt habe im Businessplan-Wettbewerb, mit denen arbeite ich heute noch zusammen. Also wirklich das ganz nachhaltige Beziehungen, die da entstanden sind. Aber nicht nur das, eben auch das ganze Netzwerk an Beratern, Patentanwälten, natürlich Finanziers. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die für einen Gründer praktisch einfach wirklich die Arbeitsbasis darstellen. Ohne das geht es nicht. Und praktisch mit so einer Struktur, mit so einem Wettbewerb hat man ohne tatsächlich großen Aufwand Zugriff darauf. Das heißt also, man hat hier wirklich einen schnellen Eintritt in das Gründerleben. Darum ist das so wichtig, dass es diesen Wettbewerb gibt, dass er fortgesetzt wird, dass er sozusagen eben auch in der Zukunft erfolgreich ist und erfolgreiche Gründungen hervorbringt. Des Weiteren hab ich sozusagen in meiner, mit all meinen Gründungen auch von den Finanzierungsmöglichkeiten hier in Bayern sehr gut profitiert. Das heißt also schon bei der SFC war es so, dass Bayern Kapital von Anfang an mit eingestiegen ist. Das ist bei meiner zweiten Unternehmensgründung, über die ich nachher noch ein bisschen was sage, auch der Fall. Eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung, Investoren sind zum damaligen Zeitpunkt eingestiegen, praktisch in Kombination eben praktisch mit einer Finanzierung der Bayern Kapital. Investoren sind immer sehr scheu, wenn es darum geht, Finanzierung alleine durchzuführen. Das heißt, wenn es in ein Konsortium geht, wenn hier sozusagen weitere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, dann ist das immer ein ganz großer Wert und die Wahrscheinlichkeit, dass man zu einer erfolgreichen Finanzierung von einer Gründung kommt, steigt ganz enorm. Also darum sind eben praktisch die Finanzierungsmöglichkeiten, die hier angeboten werden, ganz, ganz enorm wichtig. Und sozusagen die SFC hat ja einen erfolgreichen Börsengang gemacht und da sozusagen auch die Mittel, die Bayern Kapital uns in Form von stillen Beteiligung damals gegeben hat, dann auch, sagen wir mal, erfolgreich zurückzahlen können. Das zweite Unternehmen läuft noch, da gibt es noch keinen Börsengang. Das hoffen wir aber auch, dass wir das in der ähnlichen Weise hinbekommen. Ein weiterer wichtiger Punkt, aus der Finanzierungssicht in Bayern ganz, ganz wichtig war, das war sozusagen die damalige Förderung, die es gab im Rahmen von der Wasserstoffinitiative Bayern, aus ihrem Ministerium. Das war damals eben sehr passend für die Technologie, die wir entwickelt haben, die Brennstoffzellentechnologie, die wir nach vorne gebracht haben. Da war natürlich praktisch so eine Fördermöglichkeit, die zum genau passenden Zeitpunkt eben vorhanden war. Auch ganz, ganz wichtiger Faktor, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Vielleicht ein paar kurze Worte, was macht das Unternehmen? Es hat eine Brennstoffzellentechnologie entwickelt, die
überall da eine Stromversorgung gewährleistet, wo sie keine Steckdose haben. Das heißt, für wichtige Märkte waren der Freizeitmarkt, also Reisemobile, Segelboote, heute vor allen Dingen das ganze Thema Infrastruktur. Ja, das heißt, Verkehrstechnik, ja, Sensorik, Umweltsensorik, Öl- und Gasindustrie, Pipelines, Überwachung, ja, also ganz kritische Gebiete, wo man sich heute eben auf die Technologie verlässt, die wir entwickelt haben und wo die einfach auch nicht ausfallen darf. Ne? Das Unternehmen hat heute deutlich über 200 Mitarbeiter, ne, ist profitabel, macht 50 Millionen, über 50 Millionen Umsatz mit der Technologie, ne, hat seinen Sitz in Bruntal bei München, ne, so direkt neben dem neuen IKEA. Da kann man, ne, da gibt es einen schönen Standort, da arbeiten ein Großteil der Mitarbeiter. Und wenn ich beim Thema Mitarbeiter bin, dann gibt es eben einen weiteren Standortvorteil, den man hier in Bayern hat, ja, oder auch in München hat. Wir haben wichtige und große erfolgreiche Hochschulen. Ja, da wurde ein sehr großer Teil der Mitarbeiter rekrutiert. Das heißt, wir haben es hier eben mit einer detaillierten Technologieentwicklung zu tun, die eben wirklich umfangreiches Wissen benötigte. Das heißt also, hier den Standort zu haben, wo man eben direkten Zugriff auf die Hochschulen hatte. Es gab umfangreiche und gibt auch noch umfangreiche Kooperationen mit den Hochschulen. Ich möchte aber nicht nur hier sagen, dass es die großen Münchner Universitäten sind. Nein, sozusagen auch die Fachhochschulen in ganz Bayern haben dazu beigetragen. Also da wurde sozusagen vor allen Dingen in wirklich diesen wichtigen Entwicklungsbereichen wurden eben auch hochdotierte Mitarbeiter sozusagen rekrutiert. Ein ganz, ganz wichtiger Standortvorteil, ein weiterer natürlich Zulieferindustrie, das heißt in einem Segment, wo wir, ja, also wo man Hardware entwickelt, ja, also komplexe Technologie mit allen möglichen maschinenbauerischen und elektrotechnischen Komponenten, ist natürlich sozusagen hier das Netzwerk der Industrie, das man hat in Bayern, einfach ein ganz, ganz enormer Standortvorteil. Ja. Das sind Stärken, die wir hier haben, ja, und das ist auch der Grund, ja, warum nicht nur die erste Gründung sozusagen erfolgreich funktioniert hat, sondern eben ich auch eine zweite Gründung hier gemacht habe, weil einfach diese Standortvorteile ganz klar da sind. Ich hatte gesagt, was das Unternehmen macht, was es für einen Umsatz macht. Vielleicht nochmal, um die Größenordnung einschätzen zu können, was das Unternehmen in die Technologie investiert hat, bevor sozusagen Profitabilität erreicht war mit der Technologie. Das waren in der Größenordnung 200 Millionen Euro. Ja? Das heißt, ne, ist das Unternehmen über 15 Jahre alt. Ja, Börsengang nach ungefähr der Hälfte der Zeit, nach 7 Jahren, wenn man alle diese Mittel zusammenzählt, praktisch in innovative Technologie 200 Millionen Euro investiert, praktisch nur in diesem Unternehmen. Bei dem weiteren Unternehmen, ja, mit dem ich jetzt unterwegs bin, Elcomax und Elcor als Unternehmensgruppe, ja, darum auch die Antwort, wie viele Unternehmen haben Sie jetzt gegründet? 2 oder 3, also im Wesentlichen 2 Unternehmensgruppen, ne, also natürlich aber mit sozusagen ein paar Unterverästelungen. Da sind wir jetzt auch schon bei deutlich über 40 Millionen Euro an Investitionen. Da sieht man, wie wichtig es ist, dass man eben starke Kapitalbasis hat, um solche Unternehmen nach vorne zu bringen. Vielleicht noch ein paar ganz kurze Informationen zu dem jetzigen Unternehmen, Elcomax, Elcor, auch wieder Brennstoffzellentechnologie, diesmal in dem Segment Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung, also ein ganz wesentlicher Bereich, der eben nicht nur eben für die Energieversorgung, für vor allem Wohngebäude, das ist unser Spezialgebiet, eben relevant ist, aber natürlich auch für Reduzierung von CO2 ganz signifikant. Ne? Ein Gerät, was von uns eingesetzt wird, spart pro Jahr so viel CO2, dass man damit 19.000 Kilometer Auto fahren könnte. Ja, also es ist tatsächlich ganz signifikant, was hier passiert. Das Unternehmen ist in München Perlach ansässig, hat mittlerweile eben auch schon über 80 Mitarbeiter und steht jetzt gerade sozusagen in der Vermarktungsphase dieser Technologie.